Hallo, hier bin ich wieder, euer Corsa Kingsknight mit Herz und Seele. Bereitet euch heute wieder euer Game Over vor. Heute im Video Gyros Teller à la Kingsknight. Der sieht einfach mega aus. Leute, ich hätte jetzt wirklich richtig Bock auf einen Gyros-Teller mit frischen Tzatziki und so. Wow! Und frischen Pommes. Yeah! Meine Lieben, meine Videos sind etwas reduziert im Momentan, aber ich werde mir hin und weg schon mal was von mir hören lassen. Nur so zur Info. Aber ich denke an euch, meine Fans. Bei jeder Vorbereitung immer zwischendurch etwas trinken und die Hände will ich vergessen zu waschen. Dann schält eure Gurke. Dann reibt eure Gurke. Dann habe ich eine Schüssel mit frischem Joghurt gerichtet. Und zur Info, vor lauter Zwinger mit dem Auge habe ich so langsam einen Krampf im Auge. Gebt ihr eure geriebene Gurke in die Schüssel. Dann braucht ihr ein bisschen von eurer Olivia. Dann brauchen wir noch eine Prise Salz, Pfeffer, Paprikano. Den Schnittlauch geschnitten. Der Schnittlauch kommt dann ebenfalls in die Schüssel und fertig war mein Tzatziki. Schält eure Grumbeere. Schneidet eure Kartoffeln in Pommesstreifen. So in etwa. Richtet ihr einen Topf mit heißem Wasser. Dann nehmt ihr ein bisschen was von eurem Essig. Und mir eine Prise von unserem Salsa. Dann gebt ihr eure Pommesstücke hinzu. Eure Pommesstücke tut ihr ein klein bisschen angaren, aber nicht durch. Dann werden die Pommesstücke abgetupft. Dann mache ich meine Pommesstücke in eine Schüssel. Dann nehmt ihr ein bisschen was von eurem Öl. Wenn ich mal wieder in einer Beziehung bin, kann ich einfach dann sagen, wir brauchen kein Restaurant, ich bringe das Restaurant zu uns. Aber so hin und wieder kann man sich aber trotzdem gönnen. Dann machen wir unsere Pommesstücke in die Eisluftfritteuse. Schneidet noch Eisbergsalat. Packt eure Zwiebel. Die Zwiebeln werden dann einmal in Salat verteilt und einmal in Tzatziki. Dann brauchen wir nochmal Olivia. Kommt Salatkräuter dran und das Ganze wird vermischt. Dann wird die Herdplatte angeschmissen. Dann machen wir unsere Pfanne auf die Herdplatte. Dann braucht ihr noch einen Schuss Öl. Fangen wir unseren Fleisch an. Pommes gebe ich noch ein bisschen Prise Salz. Reiße ich euch das Rezept auf dem Tisch flach. Einfach, frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Freitag, einen guten Start ins Wochenende. Euer Hobbykoch. Kann euch das wirklich empfehlen. Es schmeckt einfach frisch und lecker.